Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um ein kleines Projekt. Und zwar möchte ich hier gerne diesen Digitalmessschieber auslesen. Diese digitalen Messschieber haben ja hier so eine Schnittstelle und da kann man auch ran, wie man hier sieht. Ich habe also hier die Leitung hier angelötet und möchte das Messergebnis jetzt übermitteln zum PC bzw. auch auf eine Digitalanzeige bringen. Und da möchte ich einfach mal zeigen, wie man das so machen kann. Das Problem bei diesen Messschiebern ist, dass die verschiedene Protokolle haben. Also das, was jetzt hier rauskommt, ist nicht bei allen Messschiebern gleich. Ich habe jetzt hier in dem Fall einen Messschieber von Topkraft. Das ist diese Aldi-Eigenmarke. Und wie das Protokoll bei so einem Messschieber aussieht, hier von Topkraft, zeige ich gleich mal im Oszilloskop. Es gibt, wie gesagt, andere Messschieber, da kommt nicht sowas raus, was ich jetzt hier gleich zeigen werde. Und da muss man dann eben gucken, wie man dort dann die Daten ausliest. Man sieht auch hier, ich habe die Batterie schon rausgenommen. Es wird jetzt also hier über eine feste Spannungsquelle versorgt, 1,5 Volt. Und man hat hier in der Regel zwei Leitungen, nämlich Datenleitung und Clockleitung. Und wenn ich jetzt hier also dann schiebe, wird man gleich am Oszilloskop auch sehen, dann ändert sich dort auch was. Also ich schwenke jetzt mal um zum Bildschirm vom Oszilloskop. Das Oszilloskop ist jetzt hier angeschlossen am violetten und am gelben und man sieht jetzt also hier die beiden Signale. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen schiebe, dann sieht man das untere Signal, das verändert sich. Und die Frage ist jetzt natürlich, welche Kodierung steckt dahinter, beziehungsweise diese High und Lows, die man hier sieht, was bedeuten die letztendlich? Und wenn man da vorgeht, dann ist es zu Anfang vielleicht etwas schwierig, erst das mal rauszubekommen. Ich werde also jetzt mal Folgendes machen. Ich werde mal die Zeitbasis etwas ändern und dort mal im Detail reingehen. Und zwar hier in dem Anfangsbereich, weil sich hier vorne nur was ändert. Und das mal kurz erläutern, wie dieses Datenpaket aufgebaut ist. Man sieht jetzt hier oben das Clock-Signal und hier unten das Datensignal. Denn wenn ich den Messschieber jetzt verschiebe, sieht man hier unten ändert sich es, aber hier oben nicht. Also hier oben ist das Clock-Signal jetzt. Und ich stelle jetzt mal den Messschieber auf 0. Also jetzt ist er im Moment auf 0. Und um herauszufinden, wie jetzt hier die Kodierung sozusagen ist, versuche ich mal einen Wert einzustellen, nämlich 0,01 mm, was relativ schwierig ist. Ich probiere es mal. Genau, jetzt haben wir 0,1 mm und man hat gesehen, also 0,01 mm, dass hier dieses Bit, was hier vorher auf Low war, auf einmal auf High gegangen ist. Das heißt also, das ist sozusagen das LSB von dem ganzen Datenstrom hier gesehen. Wenn ich jetzt mal auf 0,08 mm stelle, dann müsste also, wenn die Wertigkeit hier 1, 2, 4, 8 wäre, dann müsste nur das hier nach oben gehen und die restlichen müssten unten bleiben. Ich werde nochmal versuchen, auf 0,08 zu stellen. Das ist noch nicht der Fall. Das ist etwas schwierig bei diesen Messschiebern. Jetzt ist 0,08. Also habe ich jetzt, hier ist 0, hier ist 0, hier ist 0 und hier, wo das Clock-Signal nach oben geht, da habe ich auf einmal eine 1. Das heißt, ich habe jetzt die Wertigkeit 1, 1, 2, 4 und 8 ist auf High. Also habe ich jetzt hier 0,08 mm und so kann ich dann den Messschieber auch auslesen. Offenbar wird also nur ein einfacher Binärcode übertragen und ich werde jetzt einfach mal hier am Messschieber irgendeinen Wert einstellen. So, und werde mal herausfinden anhand der Bitfolge, wie groß der Wert dann hier sein müsste. Dazu schiebe ich jetzt das hier erstmal wieder rüber und werde das mal etwas kleiner gestalten. Also das ist jetzt hier die Bitfolge, die man sieht, und jetzt versuche ich mal anhand dieses Bitmusters hier unten herauszubekommen, welcher Wert gerade eingestellt ist am Messschieber. Die Bitfolge habe ich hier einfach mal notiert, und zwar habe ich immer geguckt, wenn hier das Clock-Signal auf High geht, welcher Zustand ist hier auf dem Datensignal, und dann kommt man hier zu diesem Ergebnis eben mit den Einsen und Nullen. Ich bin so weit gegangen, bis nachher hier nur noch Nullen erscheinen, also die haben ja keinen Wert dann mehr. Und wenn man das jetzt mal eingibt in Taschenrechner, und zwar in der Reihenfolge, das zeige ich mal hier, und das ist also hier dieser Wert. Und wenn ich jetzt den umstelle auf einen
Dezimalwert komme ich auf 5083 und der Messschieber zeigt mir 50,83 mm an. Das funktioniert also soweit so gut. Am Messschieber ist ja noch eine Taste vorhanden, nämlich die Umstellung von Millimeter auf Inch, wie man hier sieht. Und die Frage ist, wenn ich jetzt diese Taste drücke, welches Bit ändert sich dort? Also ich werde jetzt mal hier diese blaue Taste drücken. Man achte mal hier auf der rechten Seite auf das eine Bit, nämlich das letzte. Das geht auf High. Also das letzte Bit von diesem ganzen Datenpaket hier, das ist die Angabe Inch Millimeter. Und man sieht ja auch, wenn ich jetzt hier ändere, dann ändert sich natürlich auch der Wert. Eine weitere wichtige Sache ist natürlich, wenn ich jetzt den Messschieber hier in dieser Position mal auf 0 setze und zurückschiebe, dann geht er ja ins Negative. Das heißt, ich müsste jetzt mal rausfinden, welches Bit für das Vorzeichen zuständig ist. Und das ist auch hier im letzten Datenpaket zu sehen, nämlich hier das eine Bit. Das ging jetzt nach oben. Jetzt habe ich hier also minus irgendwas. Und wenn ich jetzt wieder ins Positive gehe, dann wird das Bit wieder zurückgesetzt. Also man muss das ganze Datenpaket sich angucken und auswerten. Das letzte Bit ist die Umstellung Millimeter auf Inch und hier dieses eine Bit ist dann das Bit für das Vorzeichen. Beide Signale müssen ja noch aufbereitet werden, da ja hier die Logik bei 0 und 1,5 Volt liegt. Der Messschieber wird ja mit 1,5 Volt betrieben. Das ist also die eine Sache. Dazu kann man jetzt einen Transistor im einfachsten Fall nehmen. Ich verwende allerdings hier einen Komparator, weil ich damit ein bisschen flexibler bin. Das zweite ist, ich möchte das Ganze über USB betreiben. Also ich zeige das mal hier unten. Ich habe das schon aufgebaut. Also hier ist der USB-Anschluss, wo die Schaltung angeschlossen ist. Und hier unten ist die Schaltung auf dem Steckbrett zu sehen. Allerdings ist mir das jetzt hier schon zu viel drauf. Das heißt, ich werde diese gesamte Schaltung mit dem Spannungsregler hier auf 1,5 Volt und den Komparator und dem Mikrocontroller auf einer Lochrasterplatine auflöten. So, die Platine ist erstmal soweit gelötet und zwar der Teil, wo die Daten vom Messschieber angepasst werden, also auf die 5 Volt. Ich habe hier noch ein USB-Modul zur Spannungsversorgung. Hier ist der Spannungsregler auf 1,5 Volt und hier kommt jetzt der Operationsverstärker bzw. der Komparator LM339 rein. Und dann mache ich erstmal einen ersten Versuch hier mit diesem Board. Das erste, was ich mir natürlich anschaue, ist, bevor ich jetzt hier den Komparator einsetze, mal die Versorgungsspannung. Und zwar ist die bei dem LM339 zwischen Pin 3 und 12. Da müssten also dann 5 Volt anliegen. Liegen an und hier am Ausgang von dem Messschieber, da liegen dann 1,5 Volt an. Das passt also ganz gut, sollte also nichts kaputt gehen. Jetzt werde ich den Komparator einsetzen, Messschieber anschließen und nochmal am Oszilloskop messen und natürlich auch messen, da dass dort die 5 Volt Logik auch dann herauskommt. Die Platine habe ich jetzt hier angeschlossen an USB-Port und hier auf der rechten Seite habe ich hier die drei Tastköpfe. Ich habe hier also so Stiftleisten noch ausgeführt, damit ich dann gleich das Signal dort messen kann, also das 5-Volt-Signal. Und jetzt zeige ich das mal kurz, wie es auf dem Oszilloskop aussieht. Hier sieht man nun auf dem Oszilloskop oben das Clock-Signal, unten ist hier das Datensignal. Ich schiebe jetzt gerade noch mal den Messschieber und hier das dritte Signal, das ist ein erzeugtes Signal, was ich aus dem Clock-Signal erzeugt habe, nämlich so eine Art Gate. Warum ich das gemacht habe, das erkläre ich vielleicht später. Wichtig ist jetzt auch zu sehen, dass man hier wirklich im 5-Volt-Bereich ist. Also ich habe jetzt hier 2 Volt pro Kästchen. Also ich gehe hier 5 Volt nach oben. Und somit kann ich jetzt den Mikrocontroller auf die Platine löten und dann entsprechende Testsoftware dazu schreiben. So sieht hier das Board jetzt aus. Ich habe also den Mikrocontroller raufgelötet, dann hier eine ISP-Schnittstelle auch noch aufgebracht. Und hier diese Leitung, diese drei, ist einmal das Gate und Daten- und Clock-Signal. Das ist jetzt alles so ein bisschen quick and dirty aufgebaut. Also wenn ich jetzt hier auf der Rückseite gucke, ist das hier so wild verdrahtet. Macht aber erstmal nichts, es funktioniert soweit. Und ich will mal ganz kurz zeigen, was jetzt am PC zu sehen ist. Also ich habe das so gemacht, dass ich hier den
USB-Wandler, den FT232RL, dazu benutze, auch über seriell die Daten zu senden. Das heißt, am PC kann man die dann sehen. Was noch fehlt, ist natürlich die Anzeige hier, die ist nicht angeschlossen, also da ist noch nichts dran. Und ich werde jetzt mal hier den Messschieber anschließen und die Stromversorgung ranhängen und dann gleich mal zeigen, was da auf dem Bildschirm am PC zu sehen ist. Der Messschieber ist jetzt hier angeschlossen auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist hier der USB-Port dran. Der wird erkannt hier mit als COM4. Und ich habe jetzt hier 33,76 mm eingestellt am Messschieber. Und man sieht, er geht hier durch. Wenn ich jetzt also hier den Wert ändere auf irgendeinen anderen Wert, hier mal ein bisschen ranzoomen, 25,13. Was auch funktioniert ist, wenn ich jetzt hier auf 0 setze und zurückgehe, dann hat er eben jetzt minus 23,85 in dem Fall. Was nur teilweise funktioniert, ist die Umstellung auf Inch, denn im Bereich Inch ist es so, also er zeigt mir hier zwar Inch an, aber der Wert ist falsch, weil die Berechnung des Wertes dort anders funktioniert als im Millimeterbereich. Also ich muss dort die Software noch anpassen. Also der Wert, der jetzt hier angezeigt wird, ist falsch. Da werde ich dann einfach jetzt nochmal mich an die Software machen. Um den Unterschied hier in der Berechnung zwischen Inch und Millimeter mal zu zeigen, habe ich hier den Messschieber nochmal an das Oszilloskop hier angeschlossen. Im Moment ist das auf Millimeter eingestellt. Wenn ich jetzt hier auf Inch stelle, dann ändert sich ja hier hinten das eine Bit und er zeigt natürlich einen anderen Wert an. Und wichtig ist jetzt dabei zu sehen, hier gibt es noch eine fünfte Stelle. Also im Moment sind ja vier Stellen angezeigt, die fünfte ist 0. Und diese fünfte Stelle hier ist das erste Bit. Und die fünfte Stelle hat die Wertigkeit 5. Man hat es vielleicht gerade gesehen. Also der wackelt hier zwischen 37 und 36,5. Und immer wenn 36,5 ist, dann geht das erste Bit hoch. Das heißt, das erste Bit hat eine Wertigkeit von 5. Und dann kommen die anderen. Das heißt, ich muss das ganze Datenpaket zunächst erstmal auslesen und gucken, ob Inch oder Millimeter eingestellt ist. Wenn Inch eingestellt ist, dann muss ich sehen, wie das erste Bit ist und muss das sozusagen auslesen und auswerten. Und wenn es erfolgt ist, dann kann ich alles nach rechts schieben und den Rest sozusagen auslesen und auswerten mit dem Mikrocontroller. Ich habe jetzt das Programm dahingehend geändert, dass auch der Inch-Wert hier richtig angezeigt wird. Man sieht also jetzt hier 0,4225, das wird jetzt hier auch angezeigt. Wenn ich jetzt eben hier drehe, oder schiebe besser gesagt, dann ändert sich das. Der Rest ist eigentlich geblieben. Minuszeichen ist auch vorhanden. Ich kann umstellen auf Millimeter. Also das funktioniert jetzt soweit wirklich gut. Und jetzt möchte ich noch mal kurz die Hardware zeigen. Ich habe da einiges ergänzt. So sieht im Moment hier die Hardware aus. Ich habe also hier die Displays ergänzt. Und zwar hier mit den HC595. Das sind Schieberegister, zwei Stück. Die sind allerdings softwaremäßig noch nicht angeschlossen. Man sieht, das ist sehr empfindlich, hier das Zeug. Ich habe auch hier auf der linken Seite ein Bluetooth-Modul rangesteckt, sodass ich jetzt hier den Wert mittels Smartphone hier sehe. Also man sieht hier, das ist so eine App, die kann man runterladen. Ist nicht besonders schön, aber sie funktioniert einigermaßen. Ich kann also jetzt hier den Wert vom Messschieber, ich stelle jetzt mal irgendwas anderes ein, kann ich hier übermitteln und das kommt dann da an. Ja, jetzt werde ich noch das Programm ändern oder ergänzen für die 7-Segment-Anzeige. Auch die 7-Segment-Anzeige funktioniert nun. Ich habe also hier die Software angepasst und habe natürlich das Display komplett verdrahtet und wie man sieht, es ist jetzt auf 18,71 mm eingestellt, minus in dem Fall, zeigt es also auch an und jetzt kann ich also hier schieben und dann wird es sich ändern. Auch der Inch-Wert wird richtig angezeigt, man sieht hier, das Komma hat sich dann auch verschoben in dem Fall, also das wird erstmal ganz richtig angezeigt. Beim Display ist es noch so, das flackert ab und zu. Da ist noch eine kleine Sache, die ich noch ändern muss in dem Programm, aber ich denke mal, das sollte nicht das Problem sein. Und ich möchte jetzt nochmal auf die Hardware ein bisschen eingehen und auch auf die Software.
Den Stromlaufplan habe ich hier auf zwei Blätter aufgeteilt. Das eine ist hier die Spannungsversorgung und das Interface zum Messschieber. Und das andere ist dann hier der Mikrocontroller. Und ich fange einfach mal hier mit dem Interface an. Und zwar hier unten links ist zunächst einmal die Spannungsversorgung zu sehen für den Messschieber. Hier auf der linken Seite ist ja der USB-Anschluss. Der geht dann hier zum Spannungsregler TK11900, der dann eine Spannung hier von 1,5 Volt für den Messschieber erzeugt. Die Spannung wird hier mit den beiden Widerständen eingestellt. Man könnte natürlich auch einen anderen Spannungsregler nehmen, LM317 oder sowas. Spielt keine Rolle. Dann haben wir hier auf der rechten Seite den FT232RL. Der dient ja dazu, um nachher die Daten vom Mikrocontroller hier RXTX übermitteln an USB. Es ist eine Standardbeschaltung hier laut Datenblatt. Es ist Bus-Powered, das heißt, die Spannungsversorgung für den FT232 erfolgt über den USB-Bus oder den USB-Stecker, also keine externe Spannungsversorgung. Das ist eigentlich auch nichts Weltbewegendes. Aber was ganz interessant oder interessanter vielleicht ist, ist diese Schaltung hier. Das ist letztendlich das Interface für den Messschieber. Hier wird also der Messschieber angeschlossen und die beiden Signale, also Clock und Data, werden hier mittels der Komparatoren auf 5 Volt gebracht. Das ist vielleicht auch noch nicht so spannend. Spannender ist hier vielleicht dieser Bereich, denn hiermit wird das Gate-Signal erzeugt. Dazu habe ich mal kurz vorbereitet, wie das in etwa funktioniert. Also man hat ja hier das Clock-Signal. Das ist, liegt normalerweise, wenn es nicht aktiv ist, auf High. Dann kommt das Clock-Signal, dann geht es wieder auf High. Und mit Hilfe dieser Schaltung hier wird der Kondensator praktisch entladen. Also der wird hier entladen, sodass die Spannung an UC in etwa so aussieht. Also bei dem ersten Low entlädt er sich. Bei dem nächsten High würde er sich ein bisschen aufladen, aber nur so wenig, dass es hier keinen Einfluss hat. Und am Ende geht ja das Clock-Signal auf High, dann lädt sich der Kondensator wieder auf. Und das Gate, da ist eigentlich nur ein Komparator vorhanden. Der geht dann in dem Moment, wo der runtergeht, hier auf High. Und wenn er hier irgendwo einen Punkt erreicht hat, dann geht er hier wieder auf Low. Also das macht hier genau diese Schaltung. Man kann das also nachmessen auch mit dem Oszilloskop. Und so wird also das Gate hier erzeugt. Nun zum Mikrocontroller. Die Schaltung für den Mikrocontroller ist eigentlich auch unspektakulär, muss man sagen. Ist auch standardmäßig eigentlich aufgebaut. Ich habe hier den Atmega 8 auf der linken Seite. Auch in der Standardbeschaltung getaktet mit 16 Hertz wäre ein bisschen wenig. Man kann natürlich auch einen Atmega 328 nehmen, so wie im Arduino zum Beispiel verwendet. Dann habe ich hier noch zwei Leuchtdioden, die habe ich jetzt bei mir nicht drin. Da wollte ich eigentlich die Unterscheidung machen zwischen Inch und Millimetern. Aber ich habe das so gelöst, dass ich ja in der Anzeige nachher den Dezimalpunkt verschiebe, sodass ich dann sehe, ob eben Inch oder Millimeter eingestellt ist. Hier auf der rechten Seite sind nun die beiden Schieberegister HC595 zu sehen. Und man sieht, die sind ja nun in Reihe auch geschaltet. Es muss also ein 16-Bit-Wert, also hier 8 und dort 8, durchgeschoben werden und dann zur Anzeige gebracht werden. Wie gesagt, das ist alles standardmäßig. Ich möchte ganz kurz nochmal jetzt das Board natürlich hier zeigen, wie es im Moment aussieht. So sieht es also aus. Und ja, das ist alles, wie gesagt, quick and dirty. Und ich habe natürlich hier auch jetzt alles verdrahtet, hier professionell Wirewrap eingesetzt. Und das funktioniert erstmal soweit. Und ich möchte jetzt nochmal auf die Software ein bisschen eingehen. Die Idee bei dem Programm war nun, dass ich das Gate verwende, um einen Interrupt auszulösen, nämlich den Int 0. Also in dem Moment, wo Gate nach oben geht, wird die Interrupt-Service-Routine aufgerufen und es wird eine Variable Gate gleich 1 gesetzt. Im Anschluss danach wird geguckt, wie sich Int 1 verhält oder wann Int 1 ausgelöst wird. Das ist ja das Clock-Signal. Und wenn das ausgelöst wird, dann erhalte ich ja einen Datenwert, nämlich hier unten. Also je nachdem, wenn jetzt also hier ein High erfolgt, dann kommt auch hier irgendwann das Datensignal. Und das wird 24 Mal praktisch ausgewertet. Das heißt, dieses Int 1 geht 24 Mal durch. Ich werte dann das Datensignal aus und erhalte hier unten dieses Data Value. Und dann wird es eben zur Anzeige gebracht. Das war also diese Idee hier bei dem Programm. Ich verwende also hier für diese
Auswertung keinen Timer, sondern ich nehme einfach die beiden Interrupts und dann wird das eben ausgewertet. Dazu möchte ich natürlich jetzt auch den Source Code mal zeigen. Hier sieht man nun die Interrupt Service Routine für den Int 0, das ist ja das Gate, da wird also Gate auf 1 gesetzt und der Data Value auf 0. Wenn man den hier nicht auf 0 setzt, dann hat der noch irgendeinen Wert da drin und dann ist die Anzeige natürlich falsch. Wenn der ausgelöst wurde, dann kommt ja kurz danach der Int 1, der ausgelöst wird durch das Clock-Signal. Und da wird erstmal geguckt, ob der Gate gleich 1 ist. Das macht, sieht jetzt vielleicht aus, dass es gar keinen Sinn macht, aber das macht durchaus Sinn. Also wenn Gate gleich 1 ist, was ja der Fall ist, dann gucke ich, ob das Datensignal, das ist in dem Fall hier an PD4 angeschlossen, eben High oder Low ist und setze eben diesen Data-Pulse, je nachdem, auf 1 oder auf 0. Und das Ganze mache ich dann 24 Mal. Also ich gehe hier 24 Mal praktisch durch und schaue, wie der Data-Pulse ausschaut und setze das dann in die Variable Data-Value rein. Dann gucke ich nochmal nach dem Vorzeichen, hier nach Plus und Minus. Und wenn das alles erledigt wurde nach 24 Mal, dann wird das Gate wieder auf 0 gesetzt. Wenn das Gate auf 0 wäre, dann wäre das nicht angeschlossen. Und deswegen habe ich das hier mit reingebracht. Dieses Gate gleich 1, also if Gate gleich 1. Wenn also dieser Gate-Anschluss physikalisch nicht vorhanden ist, dann geht der hier gar nicht durch und zeigt auch nichts an. Und dann könnte man hier unten das zum Beispiel verwenden, also hier diesen Bereich, um irgendeine Error-Message da anzuzeigen. Als nächstes muss ja aus diesem Data Value die einzelnen Digits ausgewertet werden oder berechnet werden. Und das mache ich hier mit diesem Calc Digits. Dort sieht man eben, dass das hier berechnet wird. Und zwar je nachdem, ob es hier auf Millimeter steht. Das ist also dieser Data Pulse 23, steht der auf Millimeter oder Inch. Und man sieht dann auch hier, für die Berechnung in den Inch ist da etwas anders. Ich muss nämlich zuerst dieses erste Bit sichern, dies mit der Wertigkeit 5 und dann verschiebe ich alles um 1 nach rechts und dann kann ich hier die Auswertung machen, so wie im Millimeterbereich. In der Main-Hauptfunktion werden eigentlich nur die Interrupts erstmal freigegeben und eingeschaltet, also Int 0 und Int 1. Jeweils hier konfiguriert auf steigende Flanke. Dann gibt es hier so eine HC595-Init. Dahinter verbergen sich etliche Funktionen, um dem HC595 anzusteuern. Da gibt es auch eine Menge Informationen im Netz. Was ich hier noch drin hatte, ist diese UART-Init. Die habe ich jetzt erstmal rausgenommen, weil ich erstmal nur gucken wollte, ob das mit dem Display funktioniert. Dann werden natürlich die Interrupts freigegeben und eingeschaltet. Und in einer While-Schleife wird erstmal geguckt, ob hier das Gate 0 ist, weil er soll eigentlich nur was aufs Display schreiben oder ausgeben, wenn das Gate 0 ist. Sonst gibt es da eventuell geht's durcheinander mit den Interrupts und so weiter. Und danach wird dieses Calc Digits mal ausgeführt, die Funktion, um die einzelnen Digits dort auszurechnen. Und dann wird hier ebenfalls nochmal dieses HC595Write, diese Funktion verwendet, um nachher wirklich die einzelnen Displays dort anzusteuern. Und zwar auch einmal hier in Abhängigkeit von Millimetern, also Case 0, beziehungsweise dann auch vom Inch. Also hier unten ist es dann mit Case 1, wäre also Inch für diesen Data Pulse 23. Man muss dazu sagen, dass auch die Software im Moment noch so ein bisschen quick and dirty ist. Das Display flackert ab und zu, sodass ich da auch noch einige Änderungen vornehmen muss. Alles in allem funktioniert jetzt hier das Auslesen des Messschiebers. Ich kann also hier Inch-Werte auslesen oder eben auch Millimeter. Zur Software, da muss noch einiges gemacht werden oder ein paar Dinge noch gemacht werden, um das Flackern hier zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, also ab und zu flackert das Display noch, das muss ich noch korrigieren. Von der Hardware plane ich das noch in ein Gehäuse zu packen. Das wird aber nicht in diesem Video hier erklärt, sondern dann in einem nächsten vielleicht. Und sodass der Prototyp sozusagen erstmal fertig ist. Ich werde den Source Code und auch den Schaltplan natürlich auf meine GitHub-Seite hochladen. Unten in der Beschreibung ist dann der Link dazu. Ja, das war es hier zu diesem Projekt. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.